Willkommen zu diesem neuen Format, in dem ich unterschiedliche Menschen einen Drogenquiz beantworten lasse. In dieser Folge werden sich YouTuber dem Quiz stellen. In der Zukunft wird es Folgen geben, wo ich neue Drogenfrage an meine Familie, Passanten, Bauarbeiter, Zuschauer oder Haustiere stelle. Durch das Anschauen dieses Formats wird natürlich euer eigenes Drogenwissen gesteigert, außer natürlich, ihr wisstet alles schon vorher. Dann erfahrt ihr aber immerhin, wie gut sich die unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen mit Drogen auskennen. Schreibt mir in die Kommentare, wie viele Fragen ihr richtig beantwortet hättet oder wie schwer das Quiz für euch war. Und je nachdem mache ich die Fragen der nächsten Folge einfacher oder schwieriger. Um den Aufklärungsfaktor zu erhöhen, werde ich nach manchen Fragen ein paar Details erklären. Was ist der Hauptwirkstoff in Ayahuasca? What the fuck? Ach, da hatten wir drüber geredet. Das waren diese Trips, ne, diese Reinigung des Körpers, keine Ahnung was, Alter, was ist denn da der Hauptstoff? Das sollte ich wissen, warte. MDMA. Ich glaube, man halluziniert hier auf Ayahuasca und sowas und man hat ja auch so, ist das DMT? DMT? Richtig. DMT. DMT? Richtig. Ja! DMT. DMT. Ich weiß nicht mal, was das ist. Richtig. Ich habe das nämlich mal in irgendeinem Joe Rogan Podcast tatsächlich mitbekommen, weil er spricht ständig. Genau. Er spricht ständig über DMT und seine DMT-Erfahrung und ich glaube, er hatte irgendwann mal Ayahuasca da angeschnitten. Ja, okay. Und wofür steht das? Ich wusste, dass diese Frage kommt, ne? Das ist nur wegen Chemie. Also eigentlich müsste ich das wissen. Irgendwas mit Dimethyltryptophan, Dimethylprophen. Keine Ahnung mehr. Für mich ist einfach DMT, DMT. Ja. Drugs mit Tilidin. Deltromaltrotoxiose, keine Ahnung. Dextromaltrotoxin, ich weiß es nicht. Dimethyltryptamiden. Sag ich doch. Ja, der Hauptwirkstoff von Ayahuasca ist DMT, aka Dimethyltryptamin oder NN-Dimethyltryptamin. Dann mischt man noch Mao-Hämmer dazu, damit DMT richtig oral wirken kann. In welchem der Länder ist Cannabis nicht legal? Colorado, Kanada, Holland, Uruguay oder Alaska? Nee, das heißt, in den anderen ist es legal. Ja. Kanada? Kanada. Ich sag Colorado. Aber ich würde schon fast tippen in Uruguay. Ich glaube, in Holland gibt es da irgendwie... Das dachte ich mir auch gerade, Holland. Ne, da ist es nicht hundertprozentig legal. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Holland, oder? Ja, tatsächlich. Nicht schlecht. Weil Holland hat nur entkriminalisiert und nicht legalisiert. Boah, was für eine krasse Frage, Alter. Ja. Ah, so eine Fangfrage ist das, ne? Du hast Holland gesagt, aber das heißt Niederlande. Von diesen Ländern war Uruguay das erste Land, das bereits 2013 legalisierte. Anschließend traten in Colorado 2014, in Alaska 2015 und in Kanada 2018 Legalisierungsgesetze in Kraft. In Holland ist es so, dass zwar der Besitz von bis zu 30 Gramm Cannabis seit 1976 laut dem Gesetz nicht verfolgt wird, aber es handelt sich dabei theoretisch dennoch um eine Straftat. Falls es eine neue Information für dich ist, klickt bei der Endcard auf das Video, in dem ich zeige, dass man in den Niederlanden easy gestrecktes Gras kaufen kann, weil die Dealer das dort auch vom Schwarzmarkt beziehen. Bei welcher der drei Drogen kann man durch einen kalten Entzug sterben? Alkohol, Heroin oder Cannabis? Heroin. Heroin. Heroin? Wahrscheinlich Alkohol. Alkohol. Alkohol, oder? Richtig. Ja. Vom Alkoholentzug ist schon jemand gestorben? Ja. Das halte ich jetzt für ein Gerücht. Ich komme aus Russland, ich weiß, was ich sage. Beim Alkoholentzug kann ein Delirium Tremens auftreten. Dabei gerät man in unterschiedlichste Zustände von Halluzination, Verwirrtheit bis Koma. Ein Delirium Tremens tritt bei einem Alkoholentzug eher selten auf, aber wenn es auftritt, endet es in 25% der Fälle tödlich. Es gibt oft den Irrglaube, dass der Heroinentzug tödlich ist, aber tödlich wird es nur, wenn man den Entzug nicht schafft und sich dann bei einem Rückfall eine zu hohe Dosis spritzt, weil sich da die Toleranz schon etwas abgebaut hat, oder wenn man während dem Entzug zu viel andere Drogen nimmt, um die Entzugssymptome erträglicher zu machen. Welche Droge kann man aus dem Mutterkorn gewinnen? Oh, das weiß ich. Warte, nee, was ist der Mutterkorn? Mutterkorn ist Korn, was irgendeinen Pilz drin hat und geschimmelt hat, das habe ich nämlich, und zwar, pass auf, jetzt kommt's. Ein Kollege von mir hat ein Drogenquartett und er hat das irgendwann mal mitgebracht. Mein Gott, ja. Und das ist irgendein Pilz, der das Korn befällt und das ist irgendein Shit, den es schon im Mittelalter gab. Aus dem was? Aus dem Mutterkorn. Nicht Kokain, ne? Nee. Ecstasy. Nee. Ja, Ayahuasca ja im Endeffekt.
oder nicht? LSD. Ja. LSD. Yes! Boom. In meiner Frage hört es sich ein bisschen so an, als würde das Mutterkorn LSD enthalten, das man dann nur extrahieren muss. Aus dem Mutterkorn kann man Lysergsäure gewinnen und daraus synthetisiert man dann Lysergsäure-Diethylamid, aka LSD. Was wäre eine reguläre Dosis LSD? 1 Gramm, 10 Milligramm, 100 Mikrogramm oder 100 Nanogramm? Zehn Milligramm. Also ich habe noch nie LSD gesehen oder sowas. Ich schon, gesehen habe ich schon. Das ist immer auf so Papier, das weiß ich. Auch so, das kenne ich halt aus so Filmen, so, wo halt Leute das einfach auf Gaumen, auf deine Haut kannst du es auch einfach auf die Haut, auf die Zunge oder sowas. 100 Mikrogramm? Ja, richtig. Ich würde die 100 Mikrogramm nehmen. Ja, ist tatsächlich richtig. Ja. Welche Drogenkombination nennt man Candy Flip? Keine Ahnung. Weed und Speed? Also Candy klingt für mich nach Süßigkeiten und da würde ich jetzt tatsächlich irgendwas mit Ecstasy diesmal wirklich nehmen. Und Candy Flip war das. Mhm. Das heißt, eigentlich müsste es ein Flip, also das Gegenteil bewirken. Etwas, was dich runterbringt, was sich irgendwie sowas wie Hustensaft, so dieses ganze Zeugs. Ich würde schätzen, das ist irgendwas mit Codein oder sowas. Irgend so ein Lean-Scheiß, oder? Nee. Nein, sag ich doch. Candy ist bestimmt Ecstasy oder sowas Ecstasy. Wahrscheinlich, weil diese Tabletten sehen ja aus wie Candy. Candy. Und LSD zusammen. Ja, keine Ahnung. Echt jetzt? Krass. Welche Droge muss man nehmen, um ins K-Hole zu kommen? Alter, ich blamier mich hier, ne? Nee, überhaupt nicht. Obwohl doch, ist ein gutes Zeichen. Leute, ich habe nichts mit Drogen zu tun, wie man sieht. Ich habe keine Ahnung, was du meinst, weil ich kenne dieses Hole nicht. Boah, was ist jetzt ein K-Hole? MDMA? MDMA. Ketamin wahrscheinlich, wa? Richtig. Ja, kenne ich aus sehr vielen Leuten aus Berlin. Aus sehr vielen Leuten. Bei einer sehr hohen Dosis Ketamin gerät man in das K-Hole. Einen Zustand, der von außen so aussieht wie eine vollkommene Bewusstlosigkeit. Manche wollen diesen Zustand. Für mich hört sich das aber eher nicht so nice an. Ich kenne so viele Leute, die halt regelmäßig Ecstasy nehmen, oder das heißt doch schon regelmäßig. Ja, regelmäßig schon. Ecstasy, Ketamin oder auch sogar LSD hat schon öfters gemacht, haben Ayahuasca und sowas. Aber diese ganzen Stories klingen für mich immer so, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so geil ist, halt bis morgens 7 Uhr im Club komplett mit blutigen Unterlippen da rauszukommen. Dann, ey, es war so geil, weil wir haben komplett geraved und ich war mega besoffen, aber auch gleichzeitig nicht und denke mir so, okay. Ist das so geil gewesen? Okay. Keine Ahnung so. Welche Droge ist verboten, weil sie illegal ist? Ah! Warte, das ist eine tricky Frage. Ach so, Marihuana. Ja, Cannabis. Ja, Cannabis halt, ne? Ja, weiß nicht, Cannabis? Ja, richtig! Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Ach so, Cannabis würde ich sagen, oder? Wegen dieser Bundesfrau. Schade, der Marlene. Welche Droge hat die geringste Suchtgefahr? Diesmal wieder mit Antwortmöglichkeiten: MDMA, Cannabis oder LSD? Die geringste? Mhm. MDMA. Also ich habe von vielen gehört, dass sie sich nicht vorstellen könnten, abhängig von MDMA zu sein. Deswegen würde ich jetzt einfach mal MDMA sagen. Cannabis. Nee, Moment, das sind alle irgendwie nicht so... Doch, MDMA kann auf jeden Fall kranksüchtig machen. Das weiß ich von sehr vielen ehemaligen Freunden, die sehr viel... ich glaube fast schon, dass es tatsächlich LSD ist, oder? Ja, ich glaube auch LSD. Ist tatsächlich richtig, ja. Ja, ich glaube, weil Cannabis, also... Du willst ja nicht mehr trippen. Ich glaube LSD, bin mir nicht sicher. Natürlich kann jede Droge abhängig machen und es kommt natürlich darauf an, was für ein Mensch man ist. Aber von diesen drei Drogen ist bei den meisten Menschen bei Cannabis das Abhängigkeitspotenzial am größten und bei LSD am kleinsten. Wie wird die Droge GBL noch genannt? Spicy Acid, Liquid Ecstasy, Liquid Cocaine oder Spicy Cocaine? Ich kenne nur Liquid Ecstasy. Okay, ist richtig. Yay! Wahrscheinlich Liquid Ecstasy, oder? Na, richtig. Weil das ist halt das Einzige, was ich von diesen Begriffen kenne. Das Einzige, was mir sagt, ist Liquid Ecstasy. Achso, natürlich Liquid Ecstasy. Ja, richtig. Oh, oh. Spicy Cocaine. Nenne drei Alternativen, wie man MDMA noch bezeichnet. Emma, Molly, Speed. Ja, das ist Amphetamine. Ach, das war Amphetamine, genau, das war Richtung Koks da, ne? So. Molly. Ja. Ecstasy halt. Emma.
Ecstasy? Ja. Aber das ist nicht MD. Das ja, zählt nicht. Das lass ich zählen. Das ist ja wieder was anderes eigentlich. Ja, die meisten. Wenn das durchgeht, okay, aber ja, kurze Aufklärungsstunde, in Ecstasy sind noch andere Substanzen dabei. Genau. Ich ergänze das kurz. Auch in vergangenen Videos hat das Leute gestört, dass ich Ecstasy teilweise als Synonym für MDMA verwende, weil in Ecstasy-Pillen auch manchmal andere Substanzen gemischt sind. Aber in der Praxis ist in den meisten Ecstasy-Pillen nur MDMA als Wirkstoff. Komischerweise sagt man zu kristallinem MDMA oft reines, obwohl das leichter gestreckt werden kann, weil man bei der Pille ab dem Pillendruck nichts mehr hinzufügen kann. Jeder, der sagt, dass er eine Ecstasy-Pille kaufen will, meint damit eine Pille mit dem Wirkstoff MDMA und nicht eine Pille, wo MDMA drin ist, aber vielleicht auch andere Wirkstoffe. In dieser Tabelle seht ihr neben Ecstasy, Molly, Emma noch weitere angebliche Slangwörter, von denen ich nur E kenne. Herzlichen Glückwunsch an Jody und Revi. Ihr habt die meisten Fragen richtig beantwortet und seid damit die Gewinner von Wer wird Drogenmillionär? Danke auch an die anderen Kandidaten und abonniert deren Kanäle. Auf Tubos Kanal sollte bald ein Serienquiz mit mir kommen. Falls es noch nicht draußen ist, schaut jetzt das Video, in dem ich gestrecktes Gras in Holland kaufe. Oder das Video über den Irrglaube, dass kristallines MDMA angeblich reiner ist als Ecstasy-Pillen.